Hallo, hier ist Muho aus Osaka und heute geht es noch einmal um die Frage Nummer 19 aus den 120 Fragen des Zen Shingi. Und zwar lautet die Frage, sitzt Bodhidharma mit dem Gesicht zur Wand? Oder sitzt du so wie der Bodhidharma mit dem Gesicht zur Wand? Oder noch ein bisschen freier meine Übersetzung, sitzt du so wie der Bodhidharma? Sitzt du wie eine Wand? Und ich habe beim letzten Mal ein bisschen erklärt, wer der Bodhidharma überhaupt ist. Ne? Natürlich wissen wir nicht genau, ob es ihn überhaupt so gegeben hat. Ne? Aber zumindest die Legende erzählt, dass er aus Indien kam. Sein Meister, das war der Hanyatala. Hanyatala wird der Name auf Japanisch ausgesprochen. Ne? Prajnatara vermutlich. Ne? Und manche sagen, ne? Es ging auch in dieser Serie manchmal um die Frage, warum sind da so wenig Frauen oder überhaupt keine Frauen unter den sogenannten Patriarchen. Ne? Man spricht manchmal von den Zen-Patriarchen und dann ist die Frage ja, warum Patriarchen? Können nur Männer den Dharma übertragen? Und die Antwort ist natürlich nein, das können auch Frauen. Und dann ist die nächste Frage ja, warum gibt es keine Matriarchen? Und es gibt manche, die sagen ja, Prajnatara, Tara, das ist doch eine buddhistische Gottheit. Könnte es nicht sein, dass Prajnatara, also der Meister vom Bodhidharma, in Wirklichkeit eine Meisterin, eine Frau gewesen ist? Ich weiß es nicht. Ne? Also möglich ist es. Es spricht kein Grund dagegen, außer dass es zu dieser Zeit sowohl in China als auch in Indien, glaube ich, sehr unüblich war, dass Frauen, wenn sie überhaupt Dharma-Lehrer waren, männliche Schüler hatten, die bei ihnen studiert haben. Aber das gibt es heute und es gibt keinen Grund, warum es es damals nicht gegeben haben sollte. Es wäre aber eine große Ausnahme. Wie dem auch sei, ne? Also von Bodhidharma heißt es, er hat Zen studiert bei Prajnatara, obwohl es damals in Indien streng genommen auch gar keinen Zen gab. Ne? Aber er machte sich auf die beschwerliche Reise nach China und wurde zur Audienz geladen beim chinesischen Kaiser persönlich, der sich sehr eingesetzt hatte für die Verbreitung des Buddhismus. Der hat viel getan für den Buddhismus. Vielleicht war er selber sogar ein Laienpraktizierender. Vielleicht hat er auch selber jeden Morgen eine Viertelstunde Sazen gemacht, wer weiß. Und er wollte vom Bodhidharma wissen, wie viele Verdienste er sich erworben hat durch sein Engagement für den Buddhismus. Und Bodhidharma sagte, null Verdienste. Das war alles gut für nix, was du da gemacht hast. Und dann kam die zweite Frage, ne? Sehr bekannte Frage. Der Kaiser wollte dann wissen, ja, aber es muss doch im Buddhismus um Verdienste gehen. Es muss doch irgendwas da geben, ne? Dass das Allerheiligste sozusagen, um das es geht am Ende. Das wollte er halt wissen. Ne? Was ist denn jetzt das Allerheiligste im Buddhismus? Die eine Sache, die ich verstanden haben muss, die ich sozusagen greifen muss. Ne? Und Bodhidharma sagte berühmterweise, offene Weite, nichts von heilig. Da gibt es nichts zu greifen. Da gibt es nichts Heiliges. Nix, ne? Nix. Und der Kaiser war wahrscheinlich nicht nur baff, sondern auch ein bisschen beleidigt, ne? Was ihm da dieser, das heißt immer, der Bodhidharma hätte einen Bart gehabt, ob er schon bei seiner Ankunft in Indien Bart hatte oder ob er sich diesen Bart dann später während der 9 Jahre in der Höhle im Shaolin wachsen hat lassen, wissen wir nicht. Ne? Aber der Kaiser wird sich gesagt haben, was erzählt mir dieser Barbar aus dem Westen denn da? Und er fragt ihn, wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Und Bodhidharma hätte natürlich sagen können, ich bin der Bodhidharma, ich bin Dharma-Nachfolger von Prajnatara und ich bin nach China gekommen, um euch Zen zu lehren. Ne? Aber Bodhidharma sagte, weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Und
dann war auch die Audienz schon vorbei, ne? Also da klickte es zwischen den beiden nicht. Und Bodhidharma ging dann aus der Hauptstadt tief in die Berge. Shaolin heißt der Berg, heute wie gesagt, ne, eine große Klosteranlage. Da kann man auch dann Kampfsport lehren und wenn man relativ einfach vielleicht an eine Dharma-Übertragung rankommen will, ne, das könnte auch ein Weg da sein. Ne? Aber ich weiß nichts Genaues. Wie dem auch sei, ne? Also er ging da in die Berge, wo kaum jemand wohnte. Und es war kalt, besonders verglichen mit dem indischen Klima. Trotzdem, er ging da tief in die Berge, setzte sich in eine Höhle. Wahrscheinlich hat er sich noch nicht mal überlegt, wie lange er da jetzt sitzen will, ne? Aber nach neun Jahren heißt es, wie gesagt, das ist eine Legende, ne? Aber das heißt, dass dann nach 9 Jahren der erste Anwärter kam, der sagt, ich will dein Schüler werden. Das soll, wann war es, 9. Dezember oder so, ne? Anfang Dezember gewesen sein, im tiefen Schnee, und Bodhidharma drehte sich noch nicht mal um. Der guckte immer noch die Wand an. Und erst als sich der spätere zweite Ahne des Zen in China den linken Arm abhackte, da drehte sich Bodhidharma um und fragte ihn, was willst du? Was willst du von mir? Was ist deine Frage? Und der chinesische Mönch, der da bis zu den Hüften im Schnee stand, der sagte ihm, mein Geist kann keinen Frieden finden. Bitte, bitte, hilf mir, Frieden, Geistesfrieden zu finden. Ne? Und Bodhidharma sagte, ja, dann bring doch mal deinen Geist her. Zeig mir deinen Geist und ich werde ihn befriedigen. Und der Mönch sagte, so sehr ich auch nach meinem Geist suche, ich kann ihn nicht greifen. Er lässt sich nicht greifen. Und Bodhidharma sagte, guck, sieh, dein Geist hat bereits Frieden gefunden. Dieser Geist, der sich nicht greifen lässt. Du musst ihn nicht noch befriedigen, ne? Und naja, also es heißt, dass dann Bodhidharma mindestens 4 Schüler hatte, denen er dann den Dharma weitergegeben hat. Ne? Und dann ging es bis zum 6. Patriarchen. Und irgendwann gab es mal dann auch die richtige Zen-Schule in China, die wieder, wie gesagt, ne, deren, wie sagt man, Catchphrase, ne? Also das, was die für ihre Identität erklärt hat, ist, wir stützen uns nicht auf die Sutren, sondern bei uns geht es darum, dass du direkt die Natur des eigenen Geistes erkennst. Und Sazen allein reicht vielleicht nicht, ne? Aber da ist es erstmal eine gute Idee, sich hinzusetzen vor eine Wand und alles loszulassen. Ne? Also, ich glaube, bei der Frage heute geht es darum, ne? Also sitzt du so wie Bodhidharma, sitzt du so wie eine Wand? Der Punkt, um den es geht, ist, glaube ich, der folgende. Bodhidharma hätte ja auch in der Hauptstadt bleiben können, wenn es ihm darum gegangen wäre, möglichst schnell, möglichst viele Schüler zu finden und möglichst effektiv Zen zu verbreiten. Er hätte sich nicht alleine vor die Wand setzen müssen. Er war ja vermutlich schon lange erleuchtet. Es ist ja nicht so, dass er von Indien nach China gekommen wäre, um da die Erleuchtung zu finden. Er war schon erleuchtet. Er war runtergekommen vom Berg in den Marktplatz. Welchen Grund hatte er, jetzt nochmal zurückzugehen in die Höhle und sich da hinzusetzen? Gar keinen. Gar keinen. Er hätte sehr viel effektiver missionieren können. Aber das war ihm scheißegal. Ne? Das war ihm wirklich scheißegal. Er hat sich einfach hingesetzt. Er war ausgestiegen aus dem Spiel, das wir
leidenden Wesen alle so spielen. Aber er war auch ausgestiegen aus diesem Missionseifer-Spiel. Ne? Ich muss anderen helfen. Ich muss den Dharma verbreiten. Zazen ist eine gute Sache. Ich muss den armen Chinesen, die noch nichts von Zen gehört haben, helfen. Ne? Auch diesen Gedanken hatte er längst losgelassen. Ne? Okay, und beim nächsten Mal komme ich dann endlich noch zu einer Frage, die ist mir auch schon, ich glaube, letztes Jahr, vielleicht sogar schon im November gestellt worden. Ne? Bis dahin, danke fürs Zugucken, danke für eure Kommentare. Wir sehen uns. Tschüss.